Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer neuen Folge Star Wars Jedi Survivor. Und ich steige hier gerade direkt an einer Stelle ein, wo wir gemeinsam noch gar nicht waren. Der Grund dafür, den erkläre ich euch gleich. Und zwar, wir sind hier jetzt auf Nova Garon. Das ist der Planet, zu dem Boat geflohen ist. Und wir sollen ihn hier in seinem Quartier finden. Was passiert ist, ich bin tatsächlich hier schon ein Stückchen abgelaufen auf dieser imperialen Station und habe mich hier durchgekämpft recht erfolgreich. Es war das unglaublichste, die unglaublichste Performance, die ihr natürlich je gesehen hättet. Und dann ist mein Spiel abgestürzt und das Ganze hat nicht aufgenommen und irgendwie ist hier alles, ich konnte dann BD nicht mehr wirklich nutzen, ich konnte plötzlich meinen Blaster nicht mehr benutzen, also irgendwie hat sich das Spiel komplett aufgehangen. Und ich musste neu starten und die komplette Aufnahme ist verloren gegangen. Ihr seht, ich habe hier schon einen Weg freigegangen. Ich habe schon eine Abkürzung freigeschaltet. Es tut mir jetzt mega leid, dass das jetzt verloren ist. Ich gehe diesen Weg jetzt einfach nochmal ab, denn die Gegner sind ja eh wieder da. Aber es ist leider so, wie das Spiel aufgebaut ist, ohne Speicherstände und Co. So, dass ich euch das jetzt leider nicht nochmal zeigen kann. Das ist super ärgerlich, aber ich entschuldige mich an der Stelle dafür und hoffe, dass wir jetzt hier wirklich trotzdem das Ganze hier von vorne aufrollen können. Ich kenne diesen Planeten Eis. Nicht. Es scheint, genau, komplett aus Eis zu sein. Und hierher ist Boat wohl geflüchtet. Und jetzt laufe ich den Weg nochmal ab, den ich gerade gelaufen bin. Ihr habt so 10 Minuten verpasst ungefähr. Ich erzähle das Ganze jetzt einfach nach. Also wir sind hier rein, haben BDs Fähigkeit genutzt. Dann bin ich hier rechts, habe hier einen kleinen Geheimgang gefunden. Die Truhe, die ihr da gerade gesehen habt, geöffnet. Und dann konnte ich mich hier heldenhaft nach unten hier rutschen lassen, wie ihr hier gerade seht. Das Ganze habe ich natürlich noch viel cooler letztes Mal gemacht. Dann bin ich hier nicht gegen diese Wand gelaufen wie ein Idiot, sondern bin natürlich sofort heldenhaft durchgesprungen. Und ja, hier scheint einer von dieser Sorte zu sein. Ihr kennt die, die explodieren immer so schön. Auch hier konnten wir dann BD nochmal einsetzen und kommen dann hier raus. An der Stelle habe ich bemerkt, dass Boat da unten sein Raumschiff hingestellt hat. Ich höre auf. Aber ich wollte es jetzt einfach. Oh. Ah ja, genau. Und die ganze Zeit labert hier irgendjemand. Hier habe ich gehackt. Dann bin ich hier weiter. Also ihr seht, ihr habt nicht so viel verpasst. Ne? Ich bin jetzt hier rein. An der Stelle sage ich auch einfach mal, wenn euch das Video gefällt, lasst doch ein Like da, Abo für den Kanal. Oh Gott, was für ein Einstieg an dem Video. Mich ärgert es gerade super, weil ich das so noch nicht hatte bei dem Spiel. Also ich weiß, dass es manchmal ein bisschen ausbuggt, aber ich hatte es noch nicht, dass es mir komplett abgestürzt ist oder Funktionen nicht funktioniert haben. Und das ist jetzt an der Stelle besonders ärgerlich, muss ich sagen. Aber gut. So können wir uns jetzt hier nochmal entlang kämpfen. Bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Hi. Wie, du willst ja nicht runterfallen? Dann so. So, dann musste ich, glaube ich, hier hoch. Genau, hopp. Dann mussten wir hier nochmal einen Elektroschock reinhauen. Dann fährt das darüber. Und dann bin ich, glaube ich, nochmal hier runter. Zack. Zack, ich versuche das jetzt zügig zu machen. Vielleicht kommen wir dann heute auch schon weiter, als ich sonst gekommen wäre. Weil ich jetzt. Ah! So. Komm jetzt. Mann, oh Mann, oh Mann. Dankeschön, geht doch. Weil ich jetzt nicht mehr ganz so lang für die Passage hier brauche. Wie war das dann? Da musste ich hier einen Aufzug nehmen, vermutlich. Ah nein, das ist die Abkürzung, die man freischaltet. So war's. Dann geht's hier lang. Und hier raus. Oh, und hier ist ein cooler Kampf. Genau, so war das. Moment, da wollte ich einen beeinflussen. Springen wir mal hier runter. Boom. So war das letztes Mal nicht. Ich bin hier ganz cool durchgelaufen, hab alle easy besiegt. Ihr wisst ja, wie es läuft. Hä? Jetzt bist du nicht mehr auf meiner Seite, oder was? Ja, oh, ich hasse die Feuer, Flammenwerfer, Leute.
Die sind gemein. So. Boom. Das habe ich letztes Mal so professionell gemacht, kann ich euch sagen. Ich habe kein bisschen Schaden genommen. Ich kann euch jetzt ja alles erzählen, das finde ich total nett. Nehmen wir den mal. Oh! Guck mal hier. Ah, Schutzschild benutzen. Das habe ich auch noch nicht wirklich gemacht. Das ist ja witzig. So, zack, zack. Geht die Tür wieder zu, wenn ich hier weiter weggehe? Ja, okay. Boom. Zack. Zack. Au, oh, oh, oh. Ey. Alles cool. Ich mach das mal so ein bisschen. Oh, Hacken. Hacken ist gut. Können wir den hier nehmen? Oh, 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 oh. Nein. Weg. BD. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, jetzt kommen die Schüsse. Jetzt kommen die Schüsse im Moment. Jetzt machen wir den platt. So. Zack. Okay, alles gut. So, hier war ich tatsächlich auch schon und dann kommt man irgendwie in so eine größere Halle, genau. Und hier, das kommt jetzt wahrscheinlich nicht nochmal, hat dann so ein riesen Dude, so ein Commander, eine Ansage gemacht und der steht da oben, glaube ich, in diesem Kontrollraum und den gilt es wahrscheinlich zu besiegen. Aber jetzt musste ich dann hier einen relativ großen Kampf absolvieren. Auf dem Weg hier runter, wie war das? Ah ja, genau, da sind die Dudes. Einmal. Zweimal. Oh, Alter! Der strengt sich auch ein bisschen an hier. Gib mir mal das Schild. Zack. Ausweichen. Oh! Die hat er vorhin auch nicht gezeigt. Was ist das denn für eine Attacke? Na, da war ich zu nah dran. So, jetzt will ich den da noch erledigen. Boah, das ist richtig fies. Da kommt man gar nicht mehr raus, wenn er das macht. Ja, also wie gesagt, das war total komisch. Ich konnte dann plötzlich erstmal keine aufgeladenen Schüsse mehr benutzen mit dem Blaster. Nur noch normale. Ganz interessantes Verhalten. Und dann habe ich aber einfach weitergespielt und plötzlich konnte ich BD nicht mehr aktivieren. Das heißt, ich konnte halt bestimmte Passagen nicht mehr öffnen überhaupt. Was das Ganze auch nicht besser gemacht hat. Und dann ist es, als ich zurück zum... Wo ist er? Ah, er, da drüben steht noch einer. Ah, nett. Und dann konnte ich plötzlich gar nichts mehr machen und das Spiel ist abgestürzt. Ja, und das war einfach so nicht geplant. So. Ich mach mal den Ruf. Boom, okay, perfekt. Ausweichen, schießen. Okay, nice. Das war gar nicht schlecht. Ich bin okay. Ich bin okay. Irgendwo habe ich meine Erfahrungspunkte gelassen, weil ich habe mich dann getötet, um zurück zum Meditationspunkt zu kommen. Und bin ein paar Mal einfach runtergesprungen, also in so einen Schacht runtergesprungen. Ich hoffe, ich finde die jetzt wieder. Ah ja, da vorne scheint sie zu sein, perfekt. Okay. Okay. So, das hier, das war nämlich zum Beispiel das Problem. Ich konnte nicht einfach zurück zum Meditationspunkt, weil ich konnte diese Abkürzung hier nicht aktivieren. Weil ich konnte ja BD nicht benutzen. Seht ihr das?
Sonst wäre ich einfach zurück zum Meditationspunkt, hätte da irgendwie das Spiel resettet. Aber sobald ich mich sterben habe lassen, ist das Spiel abgestürzt. Und das war das große Problem, warum ich jetzt hier das Ganze nochmal so mache. Also, wie gesagt, es tut mir leid. Wir sind jetzt aber gleich an der Stelle, wo ich dann letztendlich nicht mehr weitergekommen bin. Von daher, viel verpasst habt ihr nicht, nur halt jetzt den Weg hierher. Aber trotzdem super, super ärgerlich. So, da sind wir wieder. Und hier war jetzt so eine Passage, wo ich dann eben auch nicht weitergekommen bin, weil ich BD gebraucht habe. Feind hat erhöhte Position, ja. Und wer den High Ground hat, das wissen wir in Star Wars, der gewinnt. So, den haben wir. Oh, okay, ja klar, das geht natürlich nicht. Ja. Interessanterweise waren hier vorhin so Laserschranken, die das Ganze ein bisschen schwieriger gemacht haben. Warum die jetzt nicht mehr da sind, verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Also irgendwie ein bisschen buggy das Spiel hier in diesem Level. Oh, so gut habe ich noch nie so einen Zweischwerter-Typ da besiegt. Ich lerne auch noch dazu. Oh, mehrere von diesen Schild-Dudes. Kann ich nicht die auch... Ah, okay. Moment, das probiere ich nochmal. Okay, so kann man die also auch im Notfall erledigen. Dieses auf den Boden, die Jungs hauen, ist heavy. Das war nichts. Moment, ich muss mal kurz heilen. Oh. So, wenn du schießt, dann schieße ich auch. Und hier kam ich jetzt nicht mehr weiter. Genau. Also bis hierhin war ich und hier kam ich nicht mehr weiter, denn da hinten am Ende musste ich BD einsetzen und das hat dann nicht funktioniert. Und auch hier war eine Lichtschranke. Warum auch immer die jetzt nicht da ist. Wahrscheinlich, weil ich die schon deaktiviert habe. Ich hätte jetzt gedacht, dass die wieder kommt, aber okay, das ist nicht so dramatisch. Oh, es ist wieder die Attacke. Oh, zu große Range. Und ich hänge hier fest. Weg, weg, weg. Gibst du mir mal BD? Boom. Boom. Konzentriere dich auf den einen. Okay. Stirb. Ja, okay, perfekt. Oh, Hilfe. Das finde ich sehr angenehm, dass man dem die Arme wegschießen kann, weil dann. Ah, dann wird er noch fieser. Ich habe auch keinen Stim mehr, ne? Merke ich gerade. Alter. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Nice. Okay, Fähigkeitenpunkt erhalten, perfekt. Boom. Tja, und jetzt? Jetzt schieße ich noch ein bisschen. Komm, probier's auch noch mal. Willst du nicht mehr? Verstehe ich. Du willst gar nicht mehr? Komm, komm, trau dich, trau dich. Du darfst einmal. Nein. So, hier kam ich nicht weiter, das konnte ich nicht machen, weil BD hat nicht funktioniert. Von daher, ab jetzt bin ich wieder auf dem gleichen Stand wie ihr. Denwig, das war dieser Commander, den ich erreichen muss. Ah, da ist er auch schon. Cal Kestis. Ich hätte erwartet, ich würde euch zuerst gefesselt an einem Verhörstuhl kennenlernen. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ein wenig schräg, oder?
Geht jetzt ans Funkgerät und beendet den Alarm. Sonst was? Ihr seid ein Jedi. Ich weiß, wozu ihr fähig seid. Und wozu nicht. Los ans Funkgerät. Jetzt. Hier, Commander Danvik. Der Jedi wurde neutralisiert. Alle Einheiten zurück in Bereitschaft. Jetzt zufrieden? Ich will zu Baut Akuna. Wie habt ihr diese Basis gefunden? Ein Peilsender in Bauts Schiff. Ah, wie ungewohnt nachlässig. Seinen Berichten zufolge seid ihr euch seit Coruscant näher gekommen. Oh, er ist wirklich ein Spion, oder wie? Sie befallen ihm, mein Team zu infiltrieren. Korrekt. Boat ist bereits eine ganze Weile meine Waffe. Eine effektive. Anders als die gepanzerten Abscheulichkeiten der Inquisition. Dann ist das also wahr. Sie ist tot, ist allein ihrer Schuld. Nein. Die Jedi-Operation ist nach Holland. Das Imperium hat das Archiv verbrannt. Angeführt von Darth Vader. Lord Vader? Ich muss das beenden, solange ich noch kann. Versteht ihr nicht? Brood hat euch hierher gelockt, um mich zu vernichten. Sie kommen. Ich bin ein toter Mann. Oh oh. Das war ein bisschen böse von uns jetzt auch, oder? Wir sind wütend, glaube ich. Ja. Er war überrascht, dass Vader... Oh, was machen wir denn jetzt? Dass Vader in die Sache involviert ist und meinte, Boat hat uns hergelockt. Also vielleicht ist Boat hier doch eher ein Gefangener und kann nichts tun, weil seine Tochter irgendwie als Geisel... genommen? Das ist nur eine Vermutung. Boat muss erst an uns vorbei, um zu seinem Schiff zu kommen. Beeilen wir uns. Jetzt gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt vorhaben, weil wir uns jetzt hier verkleidet haben. Ich kann jetzt auch nicht mehr rennen. Falls dich jemand sieht, fliegt unsere Tarnung auf. Welche Tarnung? Nur weil wir jetzt so einen weißen Kittel... Naja, okay. Doch jetzt wie Hitman hier. Jetzt mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt lang muss. Da lang? Die Tür ist nämlich zu, die da drüben auch. Mhm. Ne, hier ist nur das. Okay. Ah, ich muss vielleicht an das Terminal da links. Moment, das gucke ich mir mal an. Weil anderen Weg wüsste ich jetzt gerade nicht. Boah, ist das nervig, sich nicht richtig... Ich mag so Sequenzen nicht, wo man sich dann plötzlich nicht mehr richtig bewegen kann. So, jetzt gucken wir mal. Gute Idee, BD. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay, BD versteckt sich und wir laufen jetzt hier in unserer Uniform, oder wie? Verhören Sie den Jedi? Warum? Möchtest du versuchen, ob du etwas aus ihm herausbekommst? Richtig. Erhalten Sturmtruppler ein Resistenztraining, von dem ich nichts weiß? Vielleicht ja, das ist genau mein Problem damit. Unglaublich. Es ist ein riskanter Schachzug von Danvik, die Inquisitoren in ihrem eigenen Spiel übertrumpfen zu wollen. Lass unsere neuen Gäste das bloß nicht hören. Gäste. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe einen Termin. Und worum geht es bei diesem Termin? Geheim, Eindringling. Wir glauben, der Eindringling war nicht allein. In meiner Schicht ist niemand rein oder rausgekommen. Ich muss einen Sicherheitsdroiden rufen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Schickt einen Sicherheitsdroiden runter. Ist das notwendig? Ich kann keine Ausnahme machen. Auch nicht für jemanden Ihres Ranges. Ich bin jetzt schon spät dran. Lassen Sie mich sofort durch. Das geht nicht. Nicht ohne Sicherheitsfreigabe. Bedrohen. Komm. Lassen Sie mich durch. Oder ich werde Ihren Ungehorsam Danvik melden. Ich muss Sie durchlassen. Sie können passieren, Officer. Okay. Hey, was sind wir jetzt? BD ist wieder am Start. Sei auf alles gefasst. Was genau... Wir suchen Boat, aber was genau machen wir jetzt hier? Das scheint irgendwie ein wichtiger Punkt zu sein. Na gut. Heuer. Heck dich mal rein.
Super, Kumpel. Er ist nicht hier. Ah, das ist schon sein Quartier. Ah, okay. Oh, der hat ja ein nettes Quartierchen. Ich muss meine Mitte. Ich speichere mal. Und wir haben wieder zwei Fähigkeitenpunkte. Vielleicht können wir die noch... Ich setze jetzt mal hier auf Macht, da ich ja meinen Lichtschwertstil schon gefunden habe, mehr oder weniger. Heben. Oh, auch cool. Komm, das machen wir. Mehr Gegner mit Heben hoch, finde ich auch eine nette Sache. Nice, cool. Okay. Und dann schauen wir uns wohl das hier mal an. Er hat die ganze Zeit Informationen über uns gesammelt. Böser, böser Boat. Ah, hier ist seine Tochter. Ich werde bald zu Hause sein. Kann's kaum erwarten, dich zu sehen. Ich bringe dir auch etwas Hübsches mit. Oh, guck mal, die hat Tiere aus Steinen von Cheddar. Okay. Also wie gesagt, ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass Boat böse böse ist. Ich glaube, irgendwas hat ihn dazu getrieben. Auch die Reaktion gerade von Denwick lässt mich das glauben. Mama. Es ist okay, mein Schatz. Ich weiß. Nur du und ich, Katha. Hm? Nur du und ich. Boats Tochter und ihre Mutter. Okay, jetzt können wir es hacken. Ein Datastick. Sieht uralt aus. Mal sehen, was drauf ist. Mal sehen, was drauf ist. Wo gucken wir uns das an? Hier. Was gefunden? Das ist das Holo, das Dagen sich angesehen hat. Oh. Cutter. Entschuldigung. Ich... Du hast mich erschreckt. Du musst Cutter sein. Ich bin Cal. Und das ist BD1. Schön, dich kennenzulernen. Süß. Wo ist dein Vater, Cutter? Er sagte, ich soll packen gehen. Du arbeitest nicht hier, oder? Nein. Du bist die Erste, die das erkannt hat. Bist du wirklich ein Jedi? Hm, sie ist smarter. Ja. Das bin ich. Ich muss weitermachen. Ich finde meine Mookie-Puppe nicht. Tja, dann helfen wir dir suchen. Da lag sie, ich hab sie doch schon. Mission completed. Bam, Erfahrungspunkt bekommen. Ist das Mookie? Sieht mir ähnlich, oder? Ein wenig. Gleiche Frisur. Ich habe ihn von meiner Mama. Cutter. Hat dein Vater dir gesagt, wohin er dich bringt? Es sollte eine Überraschung werden. Aber du warst früher hier, als ich erwartet hatte. Komm her, Cutter. Papa, was ist los? Das ist mein bester Freund. Wir haben gestritten, aber das lässt sich klären. Oder, Cal? Ich finde schon, oder? Da ist ja Mookie. Du warst ein Jedi? Tja. Wie hast du die Auslöschung überlebt? Der Rat hat einige von uns in den Klonkriegen dem Geheimdienst zugewiesen.
Mit dem, was ich dort gelernt habe, bin ich verschwunden. Ich habe mich versteckt. Konnte niemanden trauen. Kommt dir das bekannt vor? Genau. Aber dann traf ich eine unglaubliche Frau. Deine Mama. Eines Tages war ich mit Katha Besorgungen machen. Dann kam die Nachricht. Komm nicht nach Hause. Inquisitoren. Sie suchten nach mir. Meine Frau verschaffte uns Zeit zur Flucht. Ich konnte nicht ewig weglaufen und schloss einen Handel. Denwig versteckt uns, solange Papa nützlich bleibt. Du hast uns von Anfang an belogen. Tanelor war ein Ausweg für beide unserer Familien. Aber du wolltest es dem versteckten Pfad geben. Einem Haufen von Fremden. Und du wolltest tausende unschuldige Leben opfern, nur um dich selbst zu retten. Du bist ein Monster, Baut. Ich bin ein Vater. Als ich sie zum ersten Mal hielt, sah ich die gesamte Galaxis in ihren Augen. Du kannst das nicht verstehen. Dafür verstehe ich Verrat. Dass du mich hergelockt hast, um diese Basis auszuschalten. Richtig? Tja. Das Imperium zu bekämpfen, macht dir keiner nach. Okay. Der Eindringling ist in meinem Quartier. Er ist bewaffnet. Erschießt ihn. Töte also. Diesen Jedi. Bevor ich jetzt hier mal weiterlaufe, muss ich sagen, ich finde diesen Part der Story wirklich gut gemacht. Also ich kann Boat absolut verstehen. Ich finde, man hat voll Sympathie für ihn. Er ist ein cool geschriebener Charakter. Finde ich einfach nice gemacht, muss ich wirklich sagen. Die Story hat mich am Anfang nicht so gepackt, aber das ist wirklich jetzt... Alter! Okay. Damit Kell sich seiner Dunkelheit hingibt. Sind wir bereit dafür? Alter. What? Nee. Kell kann sich ruhig öfter seiner Dunkelheit hingeben. Alter! Was war das denn? Ich krieg die Krise. Ich finde, Kerl darf sich schon ab und zu mal seiner Dunkelheit hingeben, oder? Zumindest mal ganz kurz. Wahnsinn. Okay, das war sehr, sehr stark. Ah, okay, jetzt sind hier noch mehr, verstehe. Einfach mal auf Distanz ein bisschen hier. Zack. Noch einer. Bam. Dann schieß mal. Bam. So, und du bist der Letzte tatsächlich. Tut mir leid. Boom. Nochmal der Dunkelheit hingeben? Ja, auf jeden Fall nochmal der Dunkelheit hingeben. Alter. Okay, das ist nicht nur Zeit anhalten, das ist richtig mächtige Attacken plötzlich.
What? Boom, boom, boom. 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 Guck dir das mal an. Alter. What? Ich bin so viel mächtiger geworden plötzlich. Aber ich verstehe, warum die dunkle Seite so verführerisch ist. Boat, wo bist du? Oh, jetzt bräuchte ich den Move. Ah ja, ich habe ihn wieder. Boom. Und du meinst, du könntest mir mit standhalten? Nein, kannst du nicht. Du auch nicht. Alter. Halt. Ganz ruhig, mein Lieber. Das haben wir nicht gewettet. Bumm. Bumm. Hey, du hältst dich gut. Du hältst dich gut. Ist das krass. Ich glaube, ich muss einfach hier weiter, ne? Immer alle verschlossenen Türen aufmachen. Weil ich's kann. Okay, jetzt sind wir wieder in dem Raum. Dann wohl hier lang. Hey. Uncool. Boom. Okay, wie mache ich dich platt? So. Kein Problem. Gib mir mal deinen Raketenwerfer, bitte. Kommst du? Boom. Hey, Chaos! Ich empfange jede Menge Funkverkehr. Bist du okay? Ja, ja. Er ist auf der Flucht. Wenn er entkommt, wird er spurlos verschwinden. Hey, Merrin, hast du das gehört? Oh, da ist er. Merrin? Wo steckt sie denn? Merrin hält ihn auf. Der Verräter darf nicht entkommen. Wir kommen zu spät. Wir müssen zurück zur Mantis. Das gesamte Personal meldet sich sofort. Boom. Boom, alle da runter. Boom. Das ist so brutal. Tut mir leid, du bist auch tot. Fähigkeitspunkt erhalten. Okay. Oh, da ist Merrin. Sie holt uns wieder zurück. Warum bist du hier? Was denkst du denn? Ich rette dich! Was soll das heißen? Tötet nicht Merrin. Tötet nicht Merrin, sonst habt ihr echt ein Problem. Wie komme ich jetzt darüber? Wie komme ich darüber? Ah, okay, gar nicht. Ja, okay. Und boom. Zack. Boah, das ist so brutal. Hey, du ist aber. So. Kommt die nächste Ebene. Man will gar nicht mehr normal kämpfen, weil das so brutal cool ist. Zack. Ich bin immer noch im Rage-Modus. Na dann nutzen wir das doch gleich mal. Und bumm. Oha! Wer kann mich stoppen? Außer Merrin vielleicht. Ich hoffe ja fast, sie stoppt mich. Auch wenn das hier sehr, sehr viel Spaß macht. Bumm. So, willst du was sagen? Nee? Findest du cool? Alles klar, los geht's. Wo geht's? Oh, okay. Wir hauen dann wohl noch nicht ab. Ich brauche deine Hilfe nicht. Alles cool. Ich bin mächtig jetzt. Bam.
Bam, bam. Komm her. Oh, okay. Die wehren sich noch gegen meinen Pull. Zack, zack. Oh, oh. Noch ein Stimm. Ich krieg dich auch ohne meine Macht hin. Vor allem, wenn Merin hilft. Merin, fessel ihn. Man wird so wirklich auch so blind. Ich achte überhaupt nicht mehr auf Technik. Man haut einfach nur noch drauf. Sie sind weg. Er hat seine Tochter geholt und den Kompass. Ich war nur die Ablenkung. Verdammt! Na los, Jedi. Tu es! Tu es! Lieber du als Lord Vader! Wer ist das? Er hat Bord auf unser Team gehetzt. Meine Crew. Cordova. Fear! Alle sind tot, nur wegen ihm! Kerl! Genau das will Boat. Ich weiß, das tut weh. Aber das bist nicht du. Das Imperium hat uns schon genug genommen. Ich werde dich nicht auch verlieren. Das war knapp. Wirst du nicht. Das war knapp. Danke, Merin. Wir wären fast böse geworden. Bestell den Inquisitoren Grüße von mir. Und jetzt einfach tot. Mir geht's gut, Kumpel. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Okay, das war ein kleiner Ausflipper. Aber hat Spaß gemacht, muss ich sagen, mal so mächtig zu sein. Lässt hoffen für Star Wars Jedi Teil 3. Vielleicht sind wir dann da schon von Anfang an so stark. So, ihr Lieben, ich denke, ja, wir haben 37 Minuten mittlerweile auf der Uhr. Das war die Episode. Ich denke, wir werden jetzt ins Finale starten und uns Boat stellen. Wie gesagt, ich fand tatsächlich das ist eine coole Nummer mit ihm. Also mir gefällt das gut, diesen Verrat, aber er ist eigentlich nicht böse. Wir waren wirklich gute Freunde. Es wurde gut aufgebaut und hat mir sehr, sehr gut gefallen, jetzt auch in der Ausführung. Jetzt bin ich gespannt, wie sie das Ganze zu Ende bringen. Und ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.